Ankunft in King's Row. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. Wählen Sie Ihren Helden. Hallöchen und willkommen zu einem neuen Rank, glaube ich. Nicht wundern, ich lausche gerade mit einem Ohr zum Fenster, weil ich gerade eben eine komplette Runde für nichts aufgenommen habe, weil mittendrin die Müllabfuhr wegen irgendeiner Seitengasse bei uns nochmal zurückgekommen ist und leergeräumt hat. Also ab der ersten Hälfte vom Match eigentlich nur noch... Ergo, ihr habt ein komplettes Match nicht zu sehen bekommen. Aber hey, wir haben es gewonnen. Oh Gott, wo ist er? Ja, führt ja leider Gottes kein Weg dran vorbei, ne? Die Kenners brauchen Heilung und ich werde einen Teufel tun, eine Mercy auspacken bei so einem verstreuten Team. Ja. Also ihr merkt, ich bin gerade ein bisschen aus dem Konzept. Vielen Dank dafür, liebe städtische Müllentsorgungsspezialisten vom Dienst. Müllabfuhr. Müllabfuhr war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, also... Ja, ich komme wieder rein. Wortfindungsprobleme. Ich habe eine ganze Weile nicht aufgenommen, also hey. Notgedrungen. Einerseits wollte ein das Wetter umbringen, andererseits hat man die ganze Zeit Krach ohne Ende. Weiß nicht, sobald es mal über 30 Grad sind, alle Kinder versuchen sich mit einem lustigen Spiel genannt... die schönsten Todesgeräusche aus Guantanamo niederzumachen und jeder zweite Vollidiot, der ein Flugzeug besitzt, meint, er müsste damit rumfliegen. Leider Gottes haben wir einen Privatflughafen außerhalb der Stadt. Und leider Gottes fliegen die ganz gerne bei uns vorbei, was dann nur immer in sehr viel Propellerradau ausartet. In einer Kleinstadt leben ist toll. Weil niemand mehr weiß, ob man unser Kauf als Kleinstadt abstempeln kann. Kleinstadt, Stadt, keine Ahnung. Kenners, wir werden überrannt. Komm mal her, du. Det, lass uns mal schön bleiben. Du rennst uns dann in die Backline rein und machst hier Radau. Ne? Und deswegen ist Moira die überlegene Heilerin. Mercy, schön und gut, aber die könnte das in 100 Jahren nicht. So. Haben wir die Diskussion auch mal wieder aufgewärmt. Aber hey, jeder spielt sie. Ja. Da spammt einer den ich hab keine Angst Button. Ich glaube, man sollte Angst haben. Ja, Inna, da hast du ja nicht wirklich geheilt, ne? Lululululu, du. Ja, Kinas, die hopsen auf unseren Punkt rum. Boah, aber noch mit dem letzten Fitzelchen. Warte mal, was haben wir jetzt eigentlich momentan so im Team? Okay, haut nicht. Ich habe jetzt echt gerade schwören können, so aus dem Augenwinkel hätte ich einen Reinhardt als Silhouette gesehen. War ich jetzt gerade ein bisschen verwirrt, seit wann haben wir einen Reinhardt? Bäschen, kill den Kerl. Meine Güte, ich mach selber. Meine Fresse. Hauptsache, ich bin stationär geschützt, ergo geschenkt mir den Sieg. Das ist immer so die Mentalität, die ich bei diesen Wannabe-Fashions immer habe. Oh, schön. Das hat funktioniert. Im Leben hätte ich nicht erwartet, dass es mich da schützt. Oh, schön. Fashion schiebt einen dämlichen Roboter-Arsch da raus. Ihr versteht gerade, was ich meinte. Diese Mentalität von One-Trick-Bastions, die daraus besteht, ich stehe hier, ich bin mächtig geschützt, alles was ich angucke ist in einer Sekunde tot und wenn nicht, dann ist es Imbar. Mal aus der Schusslinie zu verpissen, wenn man merkt, dass man aus drei unterschiedlichen Richtungen beschossen wird und der Medic hinter dir verreckt, im Leben nicht. Oder sich mal irgendwo hinstellen, wo man nicht direkt erkannt wird, im Leben nicht. Und meistens ist es dann in der Kombination die gegnerischen Bastions, die dürfen alles.
Sie dürfen sich hinstellen, wo sie möchten. Sie dürfen von jedem Tellerchen naschen, wo sie möchten. Sie werden ignoriert. Dann hast du einen Besten wie den hier. Der wird von allem wie ein rot blinkendes Weihnachtsbäumchen aufs Korn genommen. Der kam unerwartet. Darf ich den nochmal sehen? Okay, die wusste genau, wen sie ausknipsen muss. Muss ich ihr leider Gottes lassen. Ich hasse sie zwar abgrundtief in allen 7 Ebenen der Hölle, aber ich muss sie lassen. Sie hat Prioritäten, sie geht auf die richtigen Leute los. Was habe ich jetzt eigentlich gerade gelästert? Ach ja, Bastions. Seid nicht wie Bastion, benutzt euer Hirn. Scheiße, ich wollte eigentlich auch Risser beschützen. Ja. Ja. Dazu fällt mir nicht mal großartig was ein. Ich meine, sie hat gut reagiert. Leider Gottes. Eieieiei. Ach, jetzt haben wir einen Reinhard. Sag mal. Ihr blinden Armleuchter. Das muss doch einem auffallen. Ja klar, und jetzt packt er ein Wäschchen. Zenyatta, bist du YOLO? Okay, er hat einen Deathwish. So, erstmal ausrotten. Einer muss es ja mal machen. Oh. Ich finde es ja schon fast ein bisschen schmeichelhaft, dass sie sich so auf mich eingeschossen hat. Mal gucken. Heilung, ja kein großes Wunder. Eliminierung. Ich bin die Moira. Ich sollte das gar nicht in Gold haben. Ist mir jetzt zwar wurscht, dass ich es habe, aber ich sollte nicht. Ich meine, guckt euch an, was wir hier an Schaden haben. Wir haben einen Bastion, wir haben einen Junkrat. Wo hatten wir einen Hanzo? Das sollte gar nicht möglich sein bei mir. Und wieso ist es möglich? Weil ich immer mittendrin bin und für alle die Drecksarbeit machen muss. Sag mal, kannst du jetzt mal ausholen, Kerl? Rückenanfall. Was war denn das jetzt für ein Scheiß? Hast du eine Million Jahre nachgeladen oder was? Kann schlecht beurteilen. Ich habe keine Nachladeanimation gesehen. Aber was zum Teufel war das? So, extrem hochheilen. Ist mir gerade egal, dass dein Gegner ist oder nicht. Okay, das hat sich auch erledigt. Habe ich noch ein Leckerchen bekommen. So, die habe ich ja auf dem Kieker. Doofe Frau mit einem doofen Dartpfeil, die gar nicht mal so doof ist. Ich meine, sie hat gewusst, auf was sie losgehen muss. Sie hat gewusst, wie sie reagiert. Ja, Reinhard, das lass mal. Wo sind die Mauern hin? Keine Ahnung. Leute retten, Leute retten, la 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 la. Also ich kann jetzt leider Gottes nicht so ham reingehen, wie ich es eigentlich gerne möchte. Weil letzten Endes müssen wir die scheiß Lore aufhalten. Wird es jetzt um Punkt einnehmen gehen? Scheiß der Hund drauf. Go Savage. Ja, Junkrat, renn du mal schön halbtot vor. Finde ich ganz gut. Ohne Backup. Wer braucht das? Ist mir jetzt auch wurscht. Oh, die Oma. Die Oma ist nachtragend. Ja gut, ich aber auch. Du wurdest bedient. Oh. Ich gehe mal ganz kurz. Den Dummkret retten. Brutal kontern. Ja, könnt ihr mal eine Beefy. Wenigstens rennt der los und holt sich so ein Ding und schreit nicht rum wie ein Bekloppter. Habe ich auch schon immer solche Fälle gehabt, die ich ganz arg gefressen habe. So, ja Mensch, mein kleiner Scouter ist ja auch wieder unterwegs. Da hat die Tickerkugel ordentlich getickert, finde ich gut. Das wird jetzt ein Fest.
2 einnehmen. Was? Fucking? Junge, schreib ganze Sätze. Wer ist denn überhaupt unser Hanzo? Warum schreibt denn der fucking? Keine Ahnung. Die. Ach ja, jetzt haben wir gesehen, eine Moira funktioniert, der Klassiker. Ach Gott, es graust mir leider Gottes davor. Will ich das? Will ich nicht? Nee, weißt du was, ich nehme Orison. Ich werde jetzt einen Teufel tun, einen Hanzo, der schon so salty wegen irgendwas herumschreibt, die Chance zu geben, die ganze Zeit in das Kombo machen zu wollen. Wir müssen die scheiß Lore schieben und nicht. Hey, ich brauche Goldmedaillen spielen. Ich meine, klar, wenn die Gegner weg sind, dann kannst du das Ding schieben, aber meistens plären sie unentwegt rum und jagen hinter jedem Scheiß hinterher. So nennt so eine Faustregel, die ich jedem geben kann. Schieb die fucking Lore und rennt nicht hinter jedem her, der noch einen Millimeter Leben hat und einen Kilometer weit rennen muss, um an ein Lebenspäckchen zu kommen. Die sind in dem Moment kein Problem da. Das ist dann nur die pure Killgier. Was? Wild. Unser Dummfisch. Wieso haben wir überhaupt einen Dummfisch? Was sollen wir mit dem? Zugucken, wie sich die Leute eine Sekunde irritiert umdrehen, weil es ständig tote Männer regnet? Ich weiß ja auch nicht. Da stand doch gerade einer in der Tür drin. So, lass mal gucken. Okay, keine Symmetra. Das ist schon mal gut. Na. Erstmal brutal ablenken. Den Reinhard beschäftigt halten, sonst kommt der noch auf dumme Ideen. Na. Reinhard. Oh, du kleines Arschloch. Gott sei Dank zielt er wie ein Affe. Habe ich gerade gesagt, er zielt wie ein Affe? Also manchmal. Okay, ich habe zwar keinerlei Todesanimation von dem gesehen, der war einfach weg, aber ich akzeptiere es. Okay, da ist nix. Ich wusste doch, dass da einer hockt. Na. Mensch, das läuft ja ansatzweise gut. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich hätte jetzt echt erwartet, der Doomfist kackt rein. Also effektiv hätte uns der Feuerkraft gefehlt. Okay, Diva denkt auch mit. Das ist jetzt gerade eine Situation, die mich tatsächlich peinlich berührt. Und dann realisiere ich, ihr rennt weg und lasst die Lore stehen. Arschlöcher. Sorry, dass ich gerade so böse sein muss, aber ihr sollt die fucking Lore schieben. Wer muss die Lore jetzt schieben? Der fucking Tank. Und Diva furzt wahrscheinlich am Arsch der Heide rum. Kinders, gerade eben habt ihr euch nicht gerade dumm angestellt, aber jetzt kackt ihr gerade wieder rein. Okay, sagte er und setzte den Schild so. Ab und zu. Es ist, als ob das Universum einen die ganze Zeit als Klaune abstempeln möchte. Ach Mensch, guck mal an. Die Heilerin. Besser schon mal was hinstellen. Ja, geht halt leider nicht anders. Ich muss bei der Lore bleiben, weil sie ansonsten keiner schieben will. Habe ich da gerade einen Tipp hinhören? Oder warst du das? Jetzt werden die gefarmt. Mein schön und gut, dass ihr da vorne meint, ihr müsst brutal Stress veranstalten und die Leute ein bisschen weghalten. Aber spätestens wenn ihr platzt, sind wir zwei die einzigen, die an der Lore stehen. Und das ist leider Gottes genau jetzt die Situation. Was willst du? Oh, Opa, geh weg. Geh zu Gaudimann. Ich hab mir das gerade mit Gaudimann übel genommen. Ich wollte es eigentlich noch sagen, geht zu Gaudimann, erzählt ihm alte Kriegsgeschichten und dann haut er für seinen Hammer in die Fresse. Karma's a bitch. Und ein guter LOL-Champ. Weil ich gar nicht mehr weiß, ob Karma eigentlich noch in LOL genauso ist, wie sie damals aufgehört habe zu spielen. Wäre tatsächlich mal wieder interessant rauszufinden. Ich habe schon ein paar Jährchen nicht mehr gespielt, glaube ich.
Irgendwas werde ich schon treffen. Lalalala. Ja, fucking Bäschen. Ja, dann nimm halt mal was, wo gut gegen ihn wirkt und hampel nicht rum wie ein Bekloppter. Ich meine, du rennst momentan als Doomfist rum, Junge. Du wunderst dich, dass du von dem Bäschen zerfickt wirst. Ist das die Realität? Das war jetzt einfach nur ein Panikdrück. Ich habe jetzt nur eine Animation gesehen und wusste jetzt nicht, hebt er den Hammer, hebt er ihn nicht. Es sind so diese kleinen Entscheidungsaussetzer. Was? Fucking... PS. Was hat ihr für Probleme? Ach Gott. Kinas hört auf, dem hinterher zu rennen. Der lenkt ab. Ein Bunny-Jump-Bash in der Backline tut keinem was. So, zur Sicherheit nochmal. Ist jetzt gut, alle glücklich, so. Haben wir das Thema jetzt dann erledigt. Aber das ist jetzt nicht eure Realität, oder? Drei Mann kriegen es nicht hin, den Besten zu zerficken. Davon bin ich einer. Mano. Zum Glück sind die ziemlich auf YOLO ausgelegt. Ja. Okay, weggerannt ist denn jetzt aber auch keiner. Also ich weiß nicht, was die da für Aktionen fahren. Oh Gott, deswegen. Ne, dazu habe ich jetzt gerade nichts zu sagen, das war einfach nur peinlich. Peinlich im Sinne von, es war peinlich bei mir, weil ich es zu schnell spät realisiert habe. Und peinlich für das gesamte Team. Ich meine, wie viele standen da jetzt gerade? Und es hat keiner nicht mal ansatzweise bemerkt. Oh Gott. Man wird rumbekleckert, habe ich mich jetzt auch gerade nicht, aber... Alter. Ja gut, gut. Ja, gebe ich dir. Du, also, ich weiß nicht. Also, nee. Was hatten die denn so? Anna? Die Anna, die war nervtötend. Das gebe ich ihr. Du warst die Widow von vorhin, gebe ich dir auch. Du hast ordentlich auf mich gezielt. Irgendwie lobe ich eigentlich immer nur die, die mich platt gemacht haben. Das ist irgendwie schon ein bisschen grundschizophren. Naja. Mensch, aber immerhin mal wieder ein Sieg. Schon der zweite heute. Den ersten habt ihr nicht mitbekommen. Ich muss dringend an meinem Sprachhumor arbeiten. Es klingt alles nicht so toll wie in meinem Kopf. Mein Kopf ist mein bester Zuhörer. Er mag mich. Ich nenne ihn Roy. So, auf Roy erstmal einen schönen Schluck Apfelsaft. Tetrapack auf. So. Lasst uns mal in die Lootbox gucken. Was haben wir denn da gerade bekommen? Was Goldenes? Oh. Goldenes Gold ist mir immer das Liebste. Touché. Ja, kann man sagen. Du siehst aus, als ob du sagen würdest, hey, ich gehe in eine Kneipe und frage, wie viel Alk ich dafür kriege. Und du bist einfach nur so nutzlos wie immer. Geh weg. Okay. Noch der schöne Ausbeute, würde ich mal sagen. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde wieder. Das mache ich nur, damit ich weiß, wo ich den Schnitt setzen muss.